Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Zuckerersatzstoffe. Sinnvoll oder ungesund? Als Gast haben wir Frau Birgit Förderer. Sie ist von der AOK Mittlerer Oberrhein und ist Ernährungsberaterin und Diabetesberaterin. Frau Förderer, gesund oder ungesund? Was sind Zuckerersatzstoffe? Zuckerersatzstoffe sind Stoffe, die süß schmecken, aber im Körper unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Also es gibt zwei Arten, die Süßstoffe, die haben keine Kalorien und keine Kohlenhydrate, schmecken sehr süß, deutlich süßer wie Zucker, mehrfach süß wie Zucker. Und die Zuckeraustauschstoffe, die schmecken auch süß, haben aber Kalorien. Kalorienzahl vergleichbar zum normalen Zucker? Ja. Also nichts besser daran? Nein, eigentlich nicht. Die Verarbeitung im Körper läuft über einen anderen Stoffwechselweg. Die Blutzuckererhöhung ist eine deutlich geringere. Deswegen hat man diese Zuckeraustauschstoffe auch für bestimmte Erkrankungen auch immer eingesetzt und empfohlen früher. Früher? Früher. Das heißt, das gilt jetzt nicht mehr? Nein, schon seit einigen Jahren wird empfohlen, diese Zuckeraustauschstoffe nur in kleinen Mengen einzusetzen. Und seit Neuestem, es gibt neue Studien, wird auch von den Süßstoffen abgeraten. Aha, das heißt, ich kann Getränke wie Tee oder Kaffee weiterhin mit normalem Zucker süßen? Ja, ich sollte auch nur ein Diabetiker? Auch ein Diabetiker, nur ich sollte die Obergrenze beachten. Ich sollte mit Diabetes nicht mehr wie 25 Gramm Zucker am Tag zu mir nehmen, zugesetzten Zucker. Das ist eine kleine Menge, die ist machbar und die kann ich mir dann auch einteilen, wofür sie für mich wertvoll ist. Sind Süßstoffe auch ein Risikofaktor für Übergewicht? Ja, bei den Süßstoffen ist es so, dass Süßstoffe die Darmflora beeinträchtigen, also man weiß inzwischen, dass selbst kleine Portionen und auch selten genossen schnell Auswirkungen auf die Vielfalt der Darmbakterien haben, auf das Darmbiom. Also ich kenne Patienten, die haben dann Durchfall. Ja, bei den Zuckeraustauschstoffen kommt es vor. Ja. Viele vertragen die sehr schlecht und haben dann auch Probleme wie Blähungen und bei größeren Mengen auch Durchfall. Die wirken abführend in größeren genau. Mengen, die Zuckeraustauschstoffe. Genau. Wie ist das mit Fertigprodukten? In Fertigprodukten, da kommen noch weitere Zusatzstoffe ja dazu. Nicht nur die Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe, sondern auch noch Bindemittel, Emulgatoren und Ähnliches. Und wie die auf die Darmflora wirken, weiß man noch gar nicht. Wie ist es mit Sportlern? Haben die, ich sag mal, die haben ja einen hohen Energiebedarf, ja, Zuckerbedarf. Ja. Ja. Wie geht es denen? Können die Süßstoffe nehmen? Einem Sportler, der wirklich viel Sport treibt, der hat keinen Grund, einen Süßstoff zu verwenden. Der hat ja sogar einen erhöhten Bedarf an Kohlenhydraten. Der braucht Kohlenhydrate, um überhaupt die Leistung bringen zu können. Und da sind die empfohlenen Mengen, der kann bis zu 50 Gramm Zucker zum Beispiel zusetzen, weil er es ja auch verbrennt. Und das würde natürlich auch positiv sein für, sagen wir, den Diabetiker, wenn er mehr Sport treiben würde, ja, in natürlich. Ergänzung von den ganzen Dingen. Ne? Auf jeden Fall. Das ist ja die Basistherapie, die Bewegung. Wo erhalten denn Diabetiker so einen Ernährungsplan oder Unterstützung? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt von der Krankenkassenseite her gibt es viele Kurse, die ein Diabetiker belegen kann. Es gibt Online-Angebote, es gibt in den diabetologischen Praxen gibt es auch diese Grundschulungen, die man halt unbedingt auch machen sollte. Ich muss nochmal zurückkommen zu den Süßstoffen per se. Ja. Würden Sie dann sagen, Süßstoffe, Zuckerersatzstoffe sind völlig zu meiden? Ja, am besten ist es, ich süße mit Zucker oder süßenden Lebensmitteln, ja, je nachdem, was ich verwenden möchte. Und das aber in einer geringen Dosis, dass ich nicht diese 25 Gramm übersteige. Süßende Lebensmittel? Ja. Was ist das? Datteln, Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup. Gibt es ja genügend. Das klingt ja alles ganz lecker. Ja, das ist es auch. Und ich kann es ja auch einsetzen, je nachdem, welche Geschmacksrichtung ich jetzt erzeugen will. Der Honig schmeckt gut im Müsli. Der Agavendicksaft vielleicht in
in der Tomatensauce. Ich muss halt die Menge begrenzen, die ich pro Tag esse. Und das ist noch natürlich dann. Das ist das Positive an der ganzen Geschichte. Genau, und ich habe keine sonstigen Nebenwirkungen. Frau Förder, vielen Dank. Das war wunderbar. Das beruhigt sehr. Das heißt, wir brauchen weniger Chemie. Wir gehen wieder auf das Normale zurück. Genau. Und vielen Dank dafür, meine sehr geehrten Herren. Wir haben was Positives erfahren. Zuckerersatzstoffe sind nicht immer positiv und wir sollten sie etwas kritischer betrachten. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Sie können diese Sendung jederzeit dann wieder sehen und repetieren. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ade.